meine das im Ernst. Ich liebe dich. Robert, mach es dir und mir nicht noch schwerer. Warum kannst du nicht einfach zugeben, dass zwischen uns beiden immer noch... Hallo. Hallo. Ist das dein Hochzeitskleid? Ja. Ich kann es kaum erwarten, dich darin zu sehen. Ja, ich gehe da mal. Wagen was? Ach, Robert hat nur eine Bemerkung gemacht über die Hochzeit. Er ist und bleibt immer ein schlechter Verlierer. Ich würde ja zu gerne einen kleinen Blick auf dein Hochzeitskleid werfen. Untersteh dich. Ab morgen sind wir verheiratet. Das wird dann auch Robert verstehen. Ich bin dann in den Flitterwochen. Ja, selbstverständlich. Ja, ja, natürlich, ich freue mich. Danke. Ich habe gerade zufällig mitgehört. War das der Verleger? Herr Diemel. Und er ist ganz begeistert von den Zeichnungen und den Geschichten. Er will unbedingt das Buch rausbringen, aber vorher will er sich noch mal mit uns treffen. Ist doch super, ich hab's doch immer gesagt, du hast geschafft. Herzlichen Glückwunsch. Du hast nichts unterschrieben. Und wenn, dann haben wir es geschafft. Ohne dich gäbe es die Geschichten von Emil gar nicht. Waren ein paar wirre Ideen. Nein, es war mehr als das und das weißt du. Ich habe einen Vorschlag. Ich rufe den Verleger an, ich treffe mich mit ihm und bespreche das ganze Projekt und handle die Konditionen aus. Du kannst beruhigt in die Flitterwochen fahren und das Projektbuch geht trotzdem weiter. Dann schreibe ich dir die Nummer von Herrn Diemel mal auf. Aber falls seine Frau Malerin sein sollte, Vorsicht. Diesmal sage ich kein Wort über ihre Bilder, das schwöre ich. Sonst musst du in Zukunft darauf verzichten, als Mitautor genannt zu werden. Ich gebe mein Bestes, glaub mir. Ich weiß. Gut, dann bleibt mir ja nichts anderes übrig, als dir alles Gute zu wünschen. Danke. Ja, ich gehe dann jetzt auch mal ins Bett. Ich muss morgen fit sein. Bist du sicher, dass du das tun willst? Robert, ich weiß, was du jetzt sagen willst. Lass es. Das, was ich heute Morgen zu dir gesagt habe, das war mein voller Ernst. Ich liebe dich noch immer. Aber ich liebe dich nicht mehr. Das glaube ich dir nicht. Du lügst. Lass mich. Du lügst. Sag es mir. Ich wünschte, ich könnte die Zeit zurückdrehen. Ich wünschte, ich könnte noch mal von vorne mit dir beginnen. Nur wir beide. Ich wünsche mir so sehr eine Familie mit dir, Eva. Sagst du jetzt? Heute? Wir sind jung. Es gibt keinen Grund, warum wir es nicht noch mal probieren sollten. Robert, wir hatten eine wunderbare Zeit miteinander. Aber die ist vorbei. Als ich deinen Ring wiedergefunden habe und dir zurückgebracht habe, so wie du mich angeschaut hast, das ist Liebe. Das kannst du nicht leugnen. Das war ein besonderer Moment, ja, aber wir hatten einige solcher Momente. Nur kann man auf solchen Augenblicken keine Beziehung aufbauen. Warum wehrst du dich so gegen deine Gefühle? Warum? Ich heirate morgen Markus. Thank you.